Die total verrückte Buchstabensuppe. Die holen wir jetzt mal rein, die total verrückte Buchstabensuppe. Was stand denn auf dem Plakat? Ich kann vor lauter Bewegung nicht lesen. Also für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben, es kommt die total verrückte Buchstabensuppe. Und da ist sie auch schon, mit einem total verrückten Buchstabensuppenschüssel. Das kann man von hier hinten auch nicht so gut erkennen. Und kommt mal hier vor, hier sind jetzt ganz tolle Buchstaben drin. Die sind nicht so lecker wie schön. Bitte sehr. Und eure Aufgabe wird jetzt sein, in 1,5 Minuten, hier hinten sind nämlich die Zeilen. Möchte doch sehr bitten. Die beiden surfen jetzt ein bisschen. Und ihr müsst jetzt hier in wahnsinnig kurzer Zeit, 1,5 Minuten habt ihr Zeit, um möglichst viele Wörter aus dieser Buchstabensuppe zu formen. Da freust du dich. Fangt mal ruhig in der oberen Zeile an. Ach, vielleicht ohne Mikro. Und dann vielleicht ergibt sich ja sogar Sinn. Aber eigentlich geht es nur darum, möglichst viele, wer mehr Wörter hat, hat gewonnen am Schluss. Das heißt, jetzt ein riesenlanges Wort bringt gar nichts. Das ist eine unglaublich pfiffige Konstruktion. Die sind hier so gemacht, dass man die so reinhängen kann. Ja, kannst mal sehen. Haben wir auch ein Patent dafür gekriegt. So, also ihr habt es verstanden, oder? Dann beginne ich auf der Seite, oder? Naja, du kannst jetzt schon von links nach rechts schreiben. Ich dachte, das wäre interessant, einfach so für... Ja, als zusätzliche Schwierigkeit darfst du das machen, wenn du möchtest. Aber du musst nicht. Okay, gut. Dann würde ich sagen, 5, 4, 3, 2, 1, bitte. Es geht schon darum, wer schneller ist. Ihr macht es sehr gemütlich, finde ich. Hey. Achso, schau mal, diese Haken kann man hier so reindrehen, genau. So. Ich mach das ja. Ist es hier danach oder wie AIQ? Okay. Ich glaube, wir kriegen das Patent nicht anerkannt. Sei. Ja, eigentlich Deutsche, aber wenn du jetzt ein besonders tolles Lateinisches hast, dann lassen wir das gelten. Pax gilt. Ach, naja gut, wenn wir seine komischen lateinischen Kram genommen haben, dann gehen auch deine Initialen. Aber sag mal, ach so, doch zu, JH. Sie ist gut, sie macht lauter zweibuchstabige. Also es steht momentan 3-2, mein Lieber. Du musst schneller werden. Aber jetzt keine Sonderregelung mehr für Judith Holofernes. Na gut noch, weil du hinten bist, darfst du jetzt auch noch erwähnen. Aber mach mal weiter hier, sonst sehen die Leute das nicht. Da, 1, 2, 3, 4 hat die Dame schon. Du krebst immer noch am dritten Wort rum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gerade noch. Zack! Okay. Das gilt als halbes, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, naja, 1,5. Und hier 1, 2. Ja, du darfst auch, es gibt halt noch einen halben Punkt. 1, 2, 3,5. Also dann ist es doch ein eindeutiger Sieg für Judith Holofernes, meine Damen und Herren. Genau. Und ein wunderbarer zweiter Platz für Daniel Steuerloff. Vielen, vielen Dank. So. Ein Tschüss.